Die WM-Arena in St. Petersburg ist die zweitgrößte Austragungsstätte bei der Fußballweltmeisterschaft 2018 in Russland. Doch ein Korruptionsskandal überschattet das Bauwerk. Die Kosten sind auf 800 Millionen Euro explodiert. Rund 68.000 Zuschauer passen hinein. Der ehemalige spanische Nationalspieler Carles Puyol ist beeindruckt. Ich bin auf den Platz gegangen und es ist beeindruckend, obwohl das Stadion momentan leer ist. Ich kann mir vorstellen, dass es fantastisch und beeindruckend ist, in einem vollen Stadion zu spielen. Ich würde hier gern spielen. Die Arena in Samara, gut 1000 Kilometer östlich von der russischen Hauptstadt Moskau entfernt, bietet rund 50.000 Zuschauern Platz und ist von einer gigantischen 60 Meter hohen Glaskuppel überdacht. Dazu Architekt Anatoli Baranikov. Die Gestaltung des Stadions wird durch seine Lage und die Symbolik der Region bestimmt. Ursprünglich hieß der Entwurf Space Arena. Die Kuppel, die wie eine fliegende Untertasse aussieht, ist ein Symbol für das Weltall. Insgesamt 6 WM-Partien werden hier ausgetragen, davon 4 Vorrundenspiele und jeweils ein Achtel- und Viertelfinale.